Ja, nehmen wir Christian Semm in Moskau dazu. Christian, wie ist denn die Stimmung in Moskau jetzt am Tag nach dem beendeten Aufstand der Gruppe Wagner? Ja, also die Lage hier in der Hauptstadt in Moskau, die hat sich sehr entspannt im Vergleich zu gestern. Zum Beispiel, wenn man vom Flughafen in die Stadt fährt, gibt es jetzt noch einen Kontrollpunkt. Da wird aber nicht mehr jedes Auto angehalten, sondern verzweifelt. Denn diese Antiterrormaßnahmen, die bleiben auch weiterhin bestehen, aber sind doch auch optisch, sieht man das, merklich zurückgefahren. Und auch morgen werden die Moskauerinnen und Moskauer hier einen freien Tag genießen können. Den hatte der Moskauer Bürgermeister Sobjanin gestern ausgerufen, weil man hier natürlich nicht wusste, was passiert, als die Wagner-Truppen auf dem Weg in die Hauptstadt waren. Jetzt hat sich die Lage entspannt. Den freien Tag morgen gibt es trotzdem. Und ich glaube, es herrscht jetzt hier so eine gespannte Ruhe. Ganz Entspannung ist noch nicht in Sicht. Und man wird die Lage hier weiter aufmerksam beobachten. Laut Medieninformationen soll sowohl der US-Geheimdienst als auch Präsident Putin mindestens einen Tag vorher von den bevorstehenden Aufständen gewusst haben. Wissen Sie genaueres darüber? Ja, diese Meldung gibt es. Die haben wir hier auch gelesen. Vor allem, dass die Amerikaner frühzeitig Bescheid wussten. Aber wohl auch noch nicht genau wussten, was dort passiert. Nur, dass Prigozhin offenbar an der ukrainisch-russischen Grenze seine Truppen zusammengezogen hatte, seine Soldaten zusammengezogen hatte. Doch mit welchem Hintergrund und was genau passieren würde, das war vorher offenbar wohl noch nicht ganz klar. Wie nehmen Sie das in der Bevölkerung wahr? Hat der Tag gestern irgendetwas losgetreten? Fragezeichen bei den Menschen, vielleicht auch einen Funken gegeben in Richtung Opposition, Widerstand gegen das Regime Putin? Oder ist alles wie immer zurück zur Normalität? Also wenn man die Bilder gestern gesehen hat aus Rostow am Don, wo Prigozhin und seine Soldaten ja die Kontrolle über den südlichen Militärbezirk genommen hatten. Und als Prigozhin dann am späten Abend Rostow am Don verlassen hat, da gab es jetzt ein paar Videos, über die sozialen Netzwerke geteilt wurden, wo die Soldaten und auch Prigozhin bejubelt wurde. Und ich denke, das dürfte Wladimir Putin doch Sorgen machen, denn das zeigt ganz klar, dass es eben doch auch eine anders herrschende Meinung gibt, die sich vielleicht dann Bahn brechen könnte. Das waren jetzt nicht viele Menschen, aber das zeigt, glaube ich, einfach, dass es diese Meinung hier natürlich gibt, die ansonsten massiv unterdrückt wird. Wir erleben das ja hier seit Wochen und Monaten, dass Antikriegsproteste verboten sind und sowieso Solidaritätsbekundungen mit der Opposition auch sofort unterbunden werden. Insofern, das war so ein kleiner Funke, aber bislang ist nicht absehbar, dass daraus jetzt was Größeres erwachsen würde. Wer hat sich denn, abgesehen von der Bevölkerung, gestern offen mit Präsident Putin solidarisiert? Also ich denke an andere, zum Beispiel an den Geheimdienst, andere Politiker. Also wie fest und stark steht Putin innenpolitisch da? Naja, das war ja gestern so ein Tag sozusagen wie ein Duell. Prigozhin war mit seinen Soldaten auf dem Weg Richtung Moskau und Moskau und der Kreml und die Sicherheitsorgane haben sich vorbereitet auf einen möglichen Ansturm auf die Stadt. Und da fand ich, war es doch sehr auffällig, dass sich viele Prominente und auch Politiker, dass sich alle erstmal zurückgehalten haben mit Solidaritätsbekundungen, sowohl Richtung Prigozhin als auch Richtung Putin, weil gestern, glaube ich, niemand wirklich abschätzen konnte, wie dieser Tag am Ende ausgeht, was genau passieren wird. Und da wollte sich, glaube ich, keiner zu weit aus dem Fenster lehnen. Also das war schon auffällig, dass da viele Weggefährten, auch die Propagandisten hier im Staatsfernsehen, dass viele Putin erstmal eben nicht zur Seite gesprungen sind. Jetzt ist der Tag gestern, hat irgendwie sehr, sehr viele Fragen bei vielen hinterlassen. Also zum Beispiel, wie konnten die Söldner überhaupt so weit nach Moskau oder Richtung Moskau vorrücken? Es gab ja nur Angriffe sozusagen von der russischen Luftwaffe, um diese Truppen aufzuhalten, aber keine vom Boden aus. Wie war es mit der Nationalgarde? Wir hören, die war eigentlich nur leicht bewaffnet. Also wie konnte man es überhaupt so weit kommen lassen aus Sicht Putins, dass die Söldner so weit vorrücken? Haben Sie Antworten darauf gefunden? Ganz klar nein. Stand jetzt gibt es immer noch mehr Fragen als Antworten. Die Fragen, die Sie gerade gestellt haben, die gehören definitiv dazu. Es gibt noch viele weitere. Vieles bleibt einfach mysteriös, auch dass es
ja, am späten Abend dann diese Einigung gab unter der Vermittlung von Machthaber Lukaschenko, vom belarussischen Machthaber, dass er auf einmal ins Spiel kam. Und auch, dass es auf einmal eine Einigung gab zwischen dem Kreml und Prigozhin und dass er eben den Vormarsch auf Moskau stoppt und dann straffrei nach Belarus ausreisen kann. Denn von seinen Zielen hat er ja keines erreicht, von diesem möglichen Aufstand. Denn was er vor allem wollte, war eine massive, vor allem personelle Veränderung im russischen Verteidigungsministerium. Und das hat er nicht geschafft. Insofern ja, rätseln hier heute auch die Russinnen und Russen und alle fragen sich, was ist da eigentlich gestern genau passiert? Ja, vielen Dank, Christian Semm, für diese Informationen aus Moskau.